Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch Vierfach. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch zusammen. So, ich habe gerade wieder den Drescher angeworfen und ich habe mir jetzt aufgefallen, du hast ja unten diese wunderbare Zeit, ne? Also 53 Minuten wird er noch brauchen für das ganze Feld hier. Da sind aber die Abtankpausen nicht eingerechnet, was ich weiß. Und das ist schon ein ganzes Stück, was er hier zu tun hat, ne? Aber ist cool. Hier hat er nochmal eine Bahn, wo er jetzt nicht so viel hat, aber ab der nächsten Bahn wird es dann mehr. Dann nimmt dann die gesamte Breite des Schneidwerks. Und cool auf alle Fälle. Sehr, sehr cool. Wir werden jetzt aber eine Kurs anfahren. Dass wir den Kurs einfahren, das ist, wie gesagt, ist ein bisschen tricky. Vielleicht, ja, ist ein bisschen so Learning by Doing auch, ne? Und zwar machen wir jetzt einen Kurs von dem Feld Nummer 2 zu unserem Lager. So, was aber nicht unser Lagerkurs ist, nein, sondern das ist ja bereits, wie soll ich jetzt sagen? Nee, haben wir noch nicht gemacht, siehst du? Aber machen wir jetzt. Und zwar machen wir jetzt den Abtank, nicht Abtankkurs, sondern den Abladekurs. Das heißt, wir haben jetzt einen normalen Kurs von Feld 2 zum Hof, ne? Am Hof selbst machen wir dann einen Abladekurs und dann wieder zum Ende und läuft, ne? Da bin ich ja gespannt, ob das jetzt gut funktioniert. Musst ungefähr immer gleich die gleiche Position nehmen. Stopp. F2 Hof. Ne? Wenn ich von irgendwas zum Hof fahre, dann ist es klar, dass ich immer in der Einfahrt stehe. Ne? Das ist ganz klar. Dann haben wir Hof einladen. Okay, gut. Dann machen wir jetzt noch einen Kurs. Machen wir ein bisschen vor. Und nehmen. Und zwar wird das jetzt der Kurs. Wir fahren jetzt gleich mal so. Das wird jetzt ein Abladekurs. Das heißt, wir fahren hier drauf. Er erkennt dann selbstständig, was oder wie es zum Abladen ist. Das macht er dann ganz alleine. Da müsst ihr gar nicht viel machen. So, das heißt, der erste volle Anhänger ist jetzt im Lager, ne? Nur mal so für uns. Das ist schon krass. So, und jetzt ist immer wichtig, große Bögen zu fahren. Nicht irgendwie ganz klein und so weiter, weil ihr müsst denken, fahrt dann vielleicht später mit einem LKW. Mit einem, weiß ich nicht, mit was richtig Dickem. Und da müsst ihr genug Platz haben. Deswegen finde ich das auch wirklich cool auf der Nordfriesischen, dass da wirklich sehr viel Platz gelassen wurde. So, ich würde sagen, ungefähr hier ist Stopp. Und das heißt dann, Hof ein. Ja, wie heißt das jetzt? Hof abladen. Hof abladen. Silo. So, ne, sagen wir jetzt einfach mal, ne? Passt. Jetzt brauchen wir noch einen Kurs. Der fängt weiter vorne wieder an. Ihr könnt ruhig ein bisschen Abstand lassen zwischen den einzelnen Kursen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen Abstand ist gar nicht so schlecht. So, weiß ich nicht. 3, 4, 5 Meter vielleicht. Das passt auf alle Fälle. Gut, da fahren wir wieder hier rein. Und dann werden wir die ganze Angelegenheit hier automatisieren jetzt schon. Jetzt schon vor allem. Ne, wir werden es auf alle Fälle automatisieren. Wichtig ist nur der Ausgangspunkt. Der ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ihr werdet jetzt auch sehen, zum Beispiel, dass ich jetzt einen größeren Bogen reinfahre. Ganz einfach, weil ihr müsst jetzt denken, der TP-Fahrer kommt da mit einer wahrscheinlich etwas schnellerer Geschwindigkeit an. Und deswegen, ja. So, jetzt haben wir nochmal hier, zack, Hof, Unterstrich, F2, läuft. Ne? So. Und jetzt machen wir was. Und zwar machen wir das jetzt so. Jetzt fangen wir... wo fangen wir denn an? Ich glaube am besten hinten weiter. Wir fangen am besten weiter hinten an. So, ungefähr hier. Und dann sagen wir jetzt... Zack. Das sage ich jetzt gleich, was das jetzt für ein Kurs ist. Das ist eigentlich ein random Kurs, aber ist egal. So, noch ein Stückchen vor und stopp. Passt. Weil, ihr müsst jetzt denken... Wenn der voll ist, fährt er wieder dahin und dann muss er rausfahren. Und unser Punkt beginnt ungefähr hier. Also der fährt ja dann über die Brücke. Wenn ich ihn weiter vorne lassen oder beenden würde, den Kurs jetzt hier, dann wird er eine Schleife machen und wieder zurückfahren. Und so kann er direkt rausfahren. So. Das ist jetzt der Kurs. Abtanken. Nee, warte mal. Zuerst immer das Feld und dann was er macht. F2. Abtanken. Zack. So weit, so gut. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier kombiniert, Drescher abtanken und abfahren. Läuft. So. Aber jetzt suchen wir uns noch den Automat, den Drescher aus. Das ist der hier. Perfekt. Und jetzt geht's aber los. Weil jetzt machen wir es nämlich so, dass er automatisch abladen sollte. Das heißt,
Wir fangen jetzt an. Wir sind jetzt auf Feld 2. Feld 2 zum Hof. Zack. Und habt ihr gesehen? Da ist er schon weiter. Da hat er schon erkannt, was wir wollten. Das heißt, wir sind jetzt imaginär eigentlich, oder nicht imaginär, wir sind jetzt hier im Hof. So. Jetzt nehmen wir uns dazu noch am Hof den Hof abladen. Zack. Seht ihr? So. Und jetzt brauchen wir noch den Kurs vom Hof zu Feld 2. Zack. Und jetzt sind wir wieder da. Und das Ganze ist jetzt eine Linie. Wisst ihr, was ich meine? Das sind jetzt 4 kombinierte Kurse. Und so möchte ich alle Kurse aufbauen. Das wäre so mein Ziel. So, und jetzt lass mal einfach mal machen. Es mag sein, dass er jetzt einmal die Strecke abfährt, nur um zu checken, okay, das läuft, was will er von mir und so weiter. Das heißt, er fährt jetzt einmal diese Strecke ab, kommt dann zurück und weiß dann, okay, ich fahre jetzt los, wenn der Drescher mir sagt, losfahren. Weil der Drescher gibt dann ein Signal, hier, bla bla, ich habe so und so viel drin, komm mal ran und dann wird er abgetankt. Und wenn er voll ist, fährt er automatisch weg. That's it, what I want. Ne? Das ist eben, das finde ich mega cool und so möchte ich das machen. So möchte ich das sehr lange und häufig machen. Und jetzt haben wir Zeit, weil jetzt können wir erstmal eine Runde Gras mähen und der Drescher und der Abfahrer, die machen das alles automatisch. Da müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Und das ist das Angenehme dran. Du kannst es aus deinem Kopf streichen. Du musst nur gucken, wenn du unten irgendwo eine Meldung siehst, ja, der hat irgendein Problem, dann musst du mal gucken gehen. Aber ansonsten, kein Problem. Ansonsten ist das relativ easy. Mir wurde auch nahegelegt, vielleicht noch ein bisschen Kredit aufzunehmen. Bin ich noch nicht ganz von überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Aber es stand auch in den Kommentaren, Werner, mach es doch so, dass du noch ein bisschen kleinere Traktoren kaufst, speziell fürs Abfahren. Weil wir haben ja nicht die Megamaschinen noch, also wir haben sie noch nicht. Und deswegen kann man ruhig mal ein bisschen kleinere Maschinen erstmal nehmen, damit man erstmal ein bisschen was aufbaut und diese Traktoren dann immer wieder ausbaut, vergrößert und so weiter und so fort. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Weil das die Arbeit, die wir jetzt hier machen, da brauche ich keinen 900er Fan dafür. Da kann ich auch einen anderen nehmen. Ne? Und da wäre halt die Idee gewesen, dass man zum Beispiel jetzt entweder den Deutz verkauft oder den Fan verkauft, um einfach aus der Kohle 2 oder 3 Traktoren zu kaufen. Das wäre die Idee gewesen. Und das werden wir wahrscheinlich auch so umsetzen. Ich habe gesagt, es wird ein Projekt mit großen Maschinen. Da könnt ihr euch auf alle Fälle drauf verlassen. Nur momentan stehen wir sehr rum, also nicht stehen wir, sondern die Arbeit geht nicht wirklich voran, weil wir zu wenig Traktoren haben. Und das können wir nur kompensieren, wenn wir die großen oder eine oder zwei großen, ich glaube, ich werde den großen Deutz verkaufen, mal schauen. Warum? Achso, ja, ich habe ihn, wow. Okay, alles gut. Ich habe da einen falschen Punkt. Jetzt sagt er, kein Drescher in Reichweite. Und jetzt sagt er, warte, fahre hinter Drescher. Wo ist der Drescher? Da hinten ist der Drescher. So, und jetzt geht er abladen. Ich finde das mega gut. Ich habe nur jetzt einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich ihm gesagt, er soll am letzten Punkt mir Bescheid geben, wenn er da ist. Hat er gemacht. Habe ich jetzt deaktiviert und jetzt läuft das. Jetzt läuft das einfach. So, der Plan für diese Folge ist auf alle Fälle noch gucken, dass wir so viel wie möglich Gras sammeln. Und dann morgen wahrscheinlich, wenn wir dann diese Aktion vollbracht haben, dass wir einen von den zweiten oder vielleicht sogar alle beide verkaufen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass ich die Maschinen nicht mag. Aber es macht halt einfach Sinn momentan, dass wir mehr Traktoren haben, dass wir mehr kleine haben, dass wir Produktionen in den Schwung bringen können. Weil jetzt zum Beispiel könnte schon ein Traktor den Raps wegbringen zur Dieselfabrik, weißt du? Das könnte jetzt schon einer machen, nur ich habe jetzt momentan keinen frei. Oder zum Beispiel könnte ich einen Traktor hier mit CP alles abmähen lassen. Könnte einen Traktor das alles schwaden lassen. Also es gäbe schon die Möglichkeit, das jetzt richtig cool zu gestalten. Aber wie gesagt, dann müssen wir uns halt für 1, 2 Maschinen trennen. Nicht, weil die jetzt schlecht sind. Wie gesagt, überhaupt nicht. Sondern einfach, weil wir jetzt noch am Anfang stehen und einfach jetzt momentan mehr Traktoren brauchen, als wir haben. That's the truth. Weil zum Beispiel hier, ich würde ein bisschen Gras einlagern sogar. Ich weiß nicht, ob man Gras einlagern kann, aber wir werden das jetzt gleich testen. Ob man das machen kann, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann können wir das auf alle Fälle sehr, sehr gerne machen. So, das reicht mir schon mal. Ja, du schiebst mich halt wieder mit, okay. Ist auch kein Problem, komme ich mir klar, weißt du. Ich habe zwar wahrscheinlich die 10-fache PS wie du, aber du hast mich einfach mal geschoben. Ist kein Problem. Dip, 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 dip. So, jetzt haben wir 17.000. Jetzt wollen wir ganz kurz mal checken, ob wir das ins Lager kippen können. Nur zum Testen.
So. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe auch kein Problem mit, aber... Ah ja, da geht was rein. Okay. Wie gesagt, war nur zum Testen. Nur um zu wissen, läuft. Das heißt, das können wir da wieder rausnehmen. Wurde da jetzt was angezeigt? Lalalala. Jo, Gras. Alter. Oh, ich mag die Map. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich die Map mag. Gut, Ladewagen haben wir. Das haben wir auch. Cool. Das heißt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Gras hier reinhauen. Und dann werden wir wahrscheinlich den Fendt verkaufen. Und jetzt bitte nicht gleich wieder komplett ausflippen und sagen, oh nein, er hat den Fendt verkauft. Nee, ihr müsst es anders sehen. Wir haben den Fendt verkauft. Den hätten wir sowieso nicht behalten, weil wir wollten ja einen 1050er haben, ne? Klarer Fall. Also den hätten wir so oder so nicht behalten. Also der würde auf alle Fälle wegkommen. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. So, Wasser haben die Kühe. Sie haben ein bisschen, ja, passt. Wir machen das heute, weil sonst dauert das wieder ewig und ich vergesse es für morgen vielleicht schon wieder. Wir machen das heute. Ich möchte ganz kurz nachschauen, ob der das auch macht da drüben, was ich ihm gesagt habe. Sollte er aber eigentlich. So, der ist 17%, der wurde schon mal entleert. Und zwar steht er hier, der Kollege. Ist das cool? 44% drin. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe ihm nur gesagt, wie er es machen soll, was er machen soll. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Das ist schon ziemlich nice. Aber wie gesagt, da braucht man nicht so einen dicken, sondern da können wir auch einen kleinen nehmen. Meinetwegen auch schon Mod. Gucken wir mal. Ich habe auch das Youngtimer mit drin, ne? Weil um einen Traktor zu ziehen, kann ich auch was Kleines haben. Es ist vielleicht zu klein, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben nur große Traktoren mit drin. Läuft bei uns. Aber zum Beispiel, ja, sowas. Ich meine, zum Anhänger ziehen wird es reichen. Ich sag's euch ganz ehrlich. Zum Anhänger ziehen wird es auf alle Fälle reichen. Können auch den hier kaufen, der hat ein bisschen mehr Schmackes. Aber nur, dass ihr ungefähr wisst, wo ich hin möchte, ne? So. Wir werden jetzt das abkuppeln. Wir werden jetzt das abkuppeln und werden uns von dem Fendt verabschieden. Boah, hat er schön angepackt, der Werner, ne? So, ich muss, glaube ich, vor der Garage wurde ihm in die Kommentare geschrieben. Da ist der Trigger. Ja, Alter, 240.000, ne? 240.000 ist halt schon sehr viel Geld. Und jetzt müssen wir halt ein bisschen haushalten. Weil wir müssen da ein bisschen mit Köpfchen rangehen an die ganze Angelegenheit hier. Wir brauchen für den hier 120 PS. So, das heißt, weil ich möchte natürlich auch Stroh aufsammeln. Das heißt, wir nehmen den hier. Mit Gewicht, Fronthydraulik hat er theoretisch auch. Dann nehmen wir mal die Fronthydraulik mit. Nehmen wir so einen. Und dann, der hat keine Fronthydraulik, das ist schlecht. Dann müssen wir wahrscheinlich noch einen von denen kaufen. Lalalala. Nee, die kosten alle schon viel zu viel Geld. Ich möchte so viel Geld momentan nicht ausgeben. Momentan muss es wirklich die Masse machen. Aber der Hüllimann. Ja, 88 PS, 45.000. Hat aber eine Fronthydraulik, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. 70 PS braucht man. Komm, dann lass uns mal einen Hürlimann kaufen. Ich habe den schon ewig nicht mehr gekauft, ne? Ganz ehrlich, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Aber wir machen es jetzt einfach mal. So, weil jetzt haben wir nämlich für den Ladewagen einen und für das Mähwerk einen. Und ich werde jetzt als allererstes das Mähwerk beauftragen, die Wiese zu mähen. Aus dem ganz, 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 ganz einfachen Grund, weil wir, das läuft dann im Hintergrund. Das läuft im Hintergrund und da kann schon mal die große, große Wiese abgemäht werden. Und das ist schon, das dauert ein bisschen und deswegen möchte ich da relativ zeitnah anfangen. Ich hoffe nur, dass der jetzt nicht hinten hochgeht. Nö, das schafft er. Ja, das ist schon cool, ne? So, jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir das wahrscheinlich morgen machen werden. Oder, ne, wir fangen jetzt an. Nee, wir fangen morgen an. Komm, wir fangen morgen an. Weil jetzt kommt es auf Hand. Jetzt muss er nämlich die Wiese hier einfahren. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt einen Rundkurs machen mit dem hier. Das wird ein bisschen dauern, aber ist auch nicht so das Problem. Und mit dem anderen Kollegen, mit dem neuen hier, werden wir dann morgen schon mal anfangen, das Stroh einzusammeln und bei den Kühen einzustreuen. Und dass es dann weitergeht. Alter, das Größenverhältnis ist ein bisschen, nicht so optimal, ne? Aber gut. Mein Gott, ist halt so. Man kann sich nicht alles aussuchen. Und dann hauen wir den jetzt mal zum Hof.
Jetzt bin ich ein bisschen falsch gefahren, aber er wird es wahrscheinlich schon schaffen. Gut, ich würde sagen, wir sind erstmal fertig. Oh, oh. Das ist halt das Problem. Und das habt ihr mir auch gesagt, der Verkehr, der ist so schnell hier, ne? Ich glaube, wir lassen das aus. Wir sind fertig für den Moment, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, morgen wieder, natürlich um 9 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid und bis morgen. Macht es gut, ciao, ciao.